Hallo und willkommen, liebe Skylander-Fans. Heute nicht mit einem Duellkampf, auch nicht mit einem Unboxing, sondern heute habe ich euch ein Geheimnis in Skylander Giants mitgebracht, einen geheimen Gang, besser gesagt. Und zwar können wir hier jetzt noch nicht runterspringen. Und links seht ihr dann nämlich eine Tür, wie die anderen nämlich auch sind. Und da können wir hin. Der Skylander ist egal. Ich habe jetzt einfach mal Eyeball genommen, weil er nämlich mein Lieblings-Skylander ist. Und zwar müssen wir hier nämlich zu Flint Schilf und müssen den Drachenantrieb dran setzen. Jetzt seht ihr, da an der Seite sind jetzt Flügel. Wenn wir jetzt damit rumfliegen, seht ihr unten einen Maulwurf, der da am Winken ist, der da auf diesen Drachenflügeln, auf den Drachenantrieb am Stehen ist. Jetzt gehen wir hier wieder aus der Tür raus. Und jetzt können wir auch hier runterspringen, landen nämlich auf den Antrieb und können hier in diese Tür rein. Und sind dann in Hattersons Kombüse. Wenn wir den Herrn Hatterson jetzt ansprechen, können wir bei ihm nämlich diverse Hüte kaufen. Ich habe jetzt schon einiges gekauft bei ihm. Aber trotzdem, wer es noch nicht wusste, der weiß es auf jeden Fall jetzt und kann das Spiel auch vernünftig durchspielen. Weil man braucht ja auch alle Hüte, um 100% zu erlangen. Ich nehme jetzt noch den Pfannenhut mit. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuhören, hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.